Lightning 3-1, Zielsysteme wieder online. Stehen mit einer vollen Ladung JDAMs bereit. Warten auf Feuerbefehl. Lightning 3-1, Sie haben Feuerfreigabe. Unterschreiten sichere Höhe, Einschlag in 5 Sekunden. Waffen gefeuert. Erste Einschläge unbedingt verifizieren. Sir, alle Ziele scheinen neutralisiert zu sein. Gut gemacht, Sandman. Wir haben wieder die Lufthoheit in Manhattan und die Frontlinie zum Fluss verschoben. Was ist unser nächstes Ziel? Das russische Kommandoschiff ist ein Oscar-2-Unterseeboot mit genug Cruise-Missiles, um die Ostküste auszuradieren. Wir müssen schnell zuschlagen, bevor sie einen Gegenangriff starten können. Gut, wie lautet die Mission? Schiff entern, Brücke einnehmen und dann die Waffen gegen die eigene Flotte richten. Sie müssen sich mit den Ziels zusammenschließen und das erledigen. Viel Glück. Anziehen, Männer. Wo werden wir abgesetzt? Brooklyn Battery Tunnel. Ich dachte, der wäre eingestürzt. Ist er auch. In Position. Mini-U-Boot Team 4, hier Metal 01. Führe Funküberprüfung durch. Over. Roger 01. Hören laut und deutlich. Linie Echo sicher. Wir haben die Freigabe erhalten. Noch eine Minute. Beeilt euch. Wir wollen hier nicht den ganzen Tag verbringen. Ja, fangt die Party nicht ohne uns an. Sind fast durch. Yo, servus Leute und herzlich willkommen beim nächsten Let's Play Call of Duty Modern Warfare und 3. Ja, wir sind hier live dabei, ein U-Boot zu stürmen, wie ihr schon eben gesehen habt. Und wir fahren hier mit dem Jet. Können wir den lenken? Nein, können wir nicht. Ja, euch hat ja das letzte Let's Play... Ah, doch, jetzt können wir lenken. Cool. Also euch hat ja der erste Teil vom Let's Play gefallen und deswegen haben wir jetzt beschlossen, dass wir das Let's Play weiterführen und ja, genießt es. Gut, dann legen wir jetzt mal los. Ja, das geht hier sehr schnell. Wir scheinen hier in einem U-Bahn-Tunnel zu sein. Kann das sein? Ja. Das U-Boot bewegt sich. Wir haben nicht viel Zeit. Verstanden. Wir folgen. Wir müssen denen jetzt folgen. Sonar im Auge behalten. Die Russen legen Minen. Frost, Augen auf das Sonar. Mine. Ruhig halten. Ah, eine Mine. Rechts. Da noch eine. Ist gefährlich hier. Und jetzt ab in die Tiefe. Oh, noch eine da. Oh, oh. Okay. Ja, unten lang. Oh, scheiße. Und da hat's uns schon direkt erwischt. Sie wurden durch eine Mine ausgeschaltet. Tja, dumm gelaufen. Und wir versuchen es jetzt gleich nochmal. Ich hab's auch schon mal in den Kommentaren erwähnt, dass da hinten hat's geboomt. Den Multiplayer kann ich euch leider im Moment noch nicht bieten, da mein PC das einfach nicht schafft. Es leckt leider während der Aufnahme und glaubt mir, ich habe mich ziemlich aufgeregt, denn ich habe schon ein paar gute 10 vollbracht, finde ich. Und ja. Oh, das U-Boot scheint genau über uns zu sein. Bereit. Wartet, bis es vorbei ist. Das scheint ja richtig lang zu sein. Oh. Jetzt. Okay, los. Und Vollgas, volle Kraft voraus. In Position gehen. Platziere Mine. Platziere Mine. Frost, pack die Mine ans U-Boot. Okay. Mit F. So. Die Mine ist am U-Boot. Und die Zeit tickt. Mine scharf. Abstand halten. Gut gemacht. Wir bereiten Evakuierung vor. Zünden wir die Minen. Drückt drauf.
Overlord, hier Metal 01. U-Boot taucht auf. Wir gehen in Angriff. Verstanden. Gut, dann mal los. Ja, wir scheinen hier genau bei New York zu sein. Wow. Und da maunzt etwas an der Tür mein Kater. Hereinspaziert. Und klappert. Danke. Gut, ab aufs U-Boot und los geht's. Luke geht auf. Kontakt, kommt aus der Luke. Oh, und wir haben einen Schalldämpfer, das gefällt mir doch. Ist wir hier runter? Ist wir hier runter? Voll. Oh, das leckt. Gesichert, nicht schön. So viele Texturen. F. Zum Einsteigen. Und ab nach unten. In die Höhle des Löwen. Hier unten ist niemand. Eine Ecke nach der anderen. Die PP90M1. Oh. Da ist kein Schalldämpfer drin. So, ich wette, direkt an der nächsten Ecke ist jemand. Und das Uvo schwankt herum. Oh, das war der Kopf. Hallo? Oh, 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 das. Und hier unten wird schon geblutet. So, Ruhe hier. Ja, also, wir haben ja auch ein Survival-Gameplay hochgeladen. Also, scheint vielen gefallen zu haben, denn die Klicks waren recht hoch. Wir müssen weg, schnell! Frost, vorgehen! Okay, ich geh vor. Und hier sind alle mit Laserpointern ausgerüstet. Warum leckt das? Komisch. Wow. Und da haben sie uns von der hinteren Seite platt gemacht. So, eine Granate hinterher und dann Ruhe im Karton. Die Frage ist, wo kommt da? So, hier ist noch einer. Jetzt ist Ruhe. Oh. Also das ist ja jetzt hier mal... Jetzt reicht's langsam, Leute. Jetzt reicht's mir. Tschüss. Sind ja an jeder Ecke. Das gibt's ja nicht. Klar. Hacker. Genau. Ja, also, ich glaube, wenn das jetzt so weitergeht, sollten wir mal die Schwierigkeit runterschrauben, denn das macht ja keinen Sinn mehr. Da, komm her. So, Ruhe. So. Lebt hier noch jemand? Will jemand sterben? Wir müssen zur Brücke! Wir gehen mal unten lang. Was? Ich dachte, das war Sandman. Meine Güte. Das reicht ja aber. So, Granate und Ruhe. Ja, komm her, komm her, komm her. So.
Noch eine Granate. So. Da steht jetzt wahrscheinlich auch immer jemand. Jetzt nicht mehr. Ja, ich komm wieder hier. Geht das richtig gut. Wir müssen zur Brücke! So, kommt da unten jetzt wieder einer. Ich hoffe mal nicht. Sandman. So. Jetzt. Nein, jetzt sind noch immer nicht alle weg. So. Gut, Spiel gespeichert, das hilft uns doch schon mal weiter. Und hier scheint der Maschinenraum zu sein. Und was jetzt? Hey. Zum Vorstoß. Okay. Umdrehen und... Boom. So. Bereich sicher. Alle weg. Bereich gesichert. Und hier liegt die altbekannte G18. Ja, das war eine Waffe, die hat niemand gemocht, außer der sie benutzt hat bei MW2. Aber es war ab und zu auch spaßig, mal einfach mit dieser Waffe reinzurennen und wir machen alle Bildschirme kaputt. Jo, keine Munition mehr. Ah doch, da ist sie. Was soll ich machen? Ja, gut, benutzen. Und wir sind hier jetzt der Computerprofi. 3, 2, 1, los. Overlord, raketenbereit und abgefeuert. Verstanden. Zielteam in Evakuierungsposition. Los, los! Nach oben an die frische Luft. Und hier ist New York. Und wo dürfen wir lang gehen? Nach unten springen. Zack. Das war knapp. Und jetzt Gas geben. Jetzt Spaß haben. Sorry für die Lags gerade. Ich hoffe, dass das nicht länger...